In unserem Darkspore-Helden-Spotlight möchten wir euch diesmal gerne einen der Charaktere näher vorstellen, nämlich Srin. Srin gehört zur Wächterklasse, hat daher viele Trefferpunkte und ist auf den Nahkampf spezialisiert. Seine Standardattacke heißt Sonnenfaust und wird mit beiden Händen ausgeführt. Wenn er mit seiner Feuerhand den Gegner trifft, lässt er diesen in Flammen aufgehen. Trifft er mit seiner Blitzhand, versetzt er ihm einen Schlag. Srins erste Spezialfähigkeit heißt Schmerzhunde. Aktiviert Srin Schmerzhunde, wird er von zwei brennenden Felsen umkreist. Wird Srin innerhalb der folgenden 10 Sekunden angegriffen, zerbrechen sie und werden zu einer Plasma-Kreatur. Diese Diener folgen Srin und gehen in den Nahkampf. Sie verursachen außerdem Schaden durch ihre Feueraura. Srins zweite Spezialfähigkeit heißt Meteoriteneinschlag. Der Meteoriteneinschlag kann überall auf dem Bildschirm eingesetzt werden. Er betäubt und verletzt alle getroffenen Gegner. Srin kann dies zum einen dazu nutzen, entfernte Gegner zu betäuben, bis er sie erreicht, oder um deren Fähigkeiten zu stören. Srins dritte Fähigkeit heißt Plasmasäule. Dies ist eine Gruppenfähigkeit, die von jedem Teammitglied genutzt werden kann. Plasmasäule umgibt Srin mit einem Wirbel aus Feuer und Blitzen, der alle nahestehenden Feinde verletzt. Da Srin ein Nahkämpfer ist, wird er häufig von einer Vielzahl an Gegnern umringt. Mithilfe der Plasmasäule kann er diese schnell besiegen. Ein anderer Held, der besonders gut mit Srins Plasmasäule zusammenwirken kann, ist Scar, der Schatten des Todes. Scar ist ein Nekroverwüster und seine Teamfähigkeit heißt Schattenmantel. Diese macht unsichtbar und sorgt dafür, dass der nächste Angriff garantiert trifft. Srin kann den Schattenmantel aktivieren, sich in eine Feindesgruppe manövrieren, sie mit seiner Plasmasäule überraschen und damit maximalen Schaden anrichten. Srin kann auch zuerst Plasmasäule ausführen, um sich dann mit Schattenmantel in einen unsichtbaren Feuerball zu verwandeln, der sich über das Schlachtfeld bewegt. Damit endet dieses Helden-Spotlight über Srin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal stellen wir euch einen anderen Helden vor.